Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich nach dem volkswirtschaftlichen Vortrag von der Frau Dr. Traut auch noch die Zeit nehmen, um sich unseren Vortrag mit uns gemeinsam anzuschauen. Mein Name ist Volker Grundig. Ich bin in der Abteilung Corporate Sales bei der Helaba tätig und gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Rauch möchten Hallo. Wir Ihnen gerne heute unser Currency Overlay-Programm vorstellen. Viele Industrieunternehmen verfügen aufgrund von Import-Export-Geschäften, von Intercompany-Darlehen oder auch von Geldanlagen über Fremdwährungspositionen. Diese Risiken sind nicht ganz unerheblich für das Unternehmen. Wenn man sich mal anschaut, Euro-Dollar und Euro-Rubel beispielsweise, wie die Volatilitäten und die Bewegung in den letzten Monaten gewesen ist, macht es sehr, sehr deutlich, wie wichtig ein aktives Währungsmanagement ist, um am Ende des Tages Volatilitäten und Schwankungen auf das Unternehmensergebnis aktiv zu managen. Eine vermeintliche Vollsicherung mit Devisentermingeschäften oder auch mit Devisenoptionen ist nur auf den ersten Blick die optimale Lösung. Denn diese Lösung mit einer Vollsicherung ist mit hohen Sicherungskosten verbunden. Wenn man sich mal anschaut, für Euro-Dollar, Markus, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch sehe, liegen die Sicherungskosten bei Devisentermingeschäften mit einem Laufzeitband von 12 Monaten bei ca. 1%. Bei Euro-Rubel mit Blick auf den gleichen Zeitraum von 12 Monaten liegen die Sicherungskosten bei so um die 5%. Und das Wichtige dabei ist, dass letztendlich diese Sicherungskosten nicht konstant bleiben, sondern sich im Zeitverlauf natürlich auch ändern können. Aufgrund der Zinsen, die in den jeweiligen Währungsräumen vorhanden sind, ändern sich die Zinsen und damit auch am Ende des Tages die Sicherungskosten. Wenn man sich das mal dann im Detail anguckt oder vorausgeschickt, was ist letztendlich die optimale Sicherungsstrategie für ein Industrieunternehmen? Für ein Industrieunternehmen ist die Bandbreite von keiner Sicherung bis hin zu einer Vollsicherung letztendlich gegeben. Bei keiner Sicherung haben Sie keinerlei Sicherungskosten. Sie haben volle Partizipation an Währungsentwicklung. Aber Sie haben auch ein unbegrenztes Verlustrisiko, was in dieser Betrachtung nicht vergessen werden darf. Bei einer Vollsicherung haben Sie keinerlei Devisenrisiken. Sie haben aber auch letztendlich hohe Sicherungskosten dafür bezahlt, für Devisentermingeschäfte zum Beispiel. Aber Sie haben auch am Ende des Tages keinerlei Partizipationsmöglichkeiten. Wichtig dabei ist am Ende des Tages auch, dass letztendlich mit einer Vollsicherung Sie das Problem haben, unter Umständen, dass Ihr Wettbewerber, der ein aktives Währungsmanagement umsetzt, letztendlich diese Kostenvorteile, die er hat, an seine Endkunden weitergeben kann und damit möglicherweise sich besser positionieren kann als Sie im Markt. Die optimale Sicherungsstrategie ist offensichtlich zwischen diesen beiden Seiten, nämlich in Form eines aktiven Währungsoverlays, wo Sie letztendlich die Möglichkeit bekommen, an Währungsentwicklungen zu partizipieren, Devisenrisiken minimieren und letztendlich das Ganze mit deutlich niedrigeren Sicherungskosten im Vergleich zu den anderen Instrumenten. Wie das konkret funktioniert, wird Ihnen jetzt mein Kollege, der Markus Rauch, entsprechend darstellen. Genau, Volker. Ja, du hast es ja schon gesagt, Zielsetzung ist ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil. Das heißt, wir wollen uns möglichst die Upside nach oben bewahren. Aber wenn wir über Währungsmanagement und Risikomanagement sprechen, liegt der Fokus natürlich ganz klar in der Reduzierung von Risiken, der Downside-Reduktion und natürlich der Reduktion der Volatilität. Möglichkeit, sowas umzusetzen und genau diese Asymmetrie hinzubekommen, wäre natürlich eine FX-Option. Du hast schon gesagt, das ist vergleichsweise teuer und deshalb schlagen wir hier einen anderen Weg ein. Wir haben uns hier für dynamisches Hedging entschieden. Das heißt, dass wir in der Sicherungsposition eingehen, kostengünstig und kosteneffizient über Devisentermingeschäfte. Die Höhe der Sicherung, die halten wir aber nicht konstant, sondern variieren das im Zeitablauf. Das heißt, wir führen tägliches Monitoring durch, was ist die optimale Sicherungsquote und können so bei optimalen Sicherungskosten auch dieses angestrebte Auszahlungsprofil eben erreichen. Die Methodik dahinter, die ist zu 100% regelbasiert. Das heißt, auf Basis mathematischer Modelle, die alle eine fundamentalökonomische Begründung zugrunde liegen haben, errechnen wir tagtäglich die optimale Sicherungsposition und die Auswahl der Handelssignale ist zudem noch Machine Learning gestützt. Ein bisschen die Hintergrundinfos. Das machen wir nicht erst seit gestern, wir machen es mittlerweile seit 2015. Wir können es für jede beliebige, liquide, handelbare G10 oder EM-Währung einsetzen, insgesamt etwa 25 Währungspaare.
Wir setzen es mittlerweile in 24 Mandaten um. Das sind einerseits natürlich die Corporates, aber auch große institutionelle Investoren, die signifikantes Fremdwährungsexposure in der Kapitalanlage haben. Und insgesamt managen wir so im FX-Overlay 3,4 Milliarden. Vielleicht noch, wie viel von den 3,4 Milliarden ist für Industrieunternehmen? Das sind etwa 800 Millionen. Ja, was passiert bei uns, wenn wir tagtäglich Währungsrisiken steuern? Das ist ein systematischer Prozess, der wirklich Tag für Tag bei uns durchlaufen wird. Und Ausgangspunkt ist das Datenmanagement. Das heißt, ein quantitativer Ansatz kann natürlich nur so gut sein, wie die Inputdaten, mit denen wir unsere Modelle füttern. Deswegen geht allem erstmal das Datenqualitätsmanagement voraus, dass wir wirklich saubere Inputdaten haben, dass wir unsere Systeme tagtäglich mit allen relevanten Daten versorgen. Das sind Kursdaten, Zinsdaten, aber auch verschiedene Makroindikatoren. So, ist das geschafft, geht es an die Signalberechnung und hier setzen wir auf einer Multimodellarchitektur auf. Das heißt, wir haben nicht nur ein oder zwei Modelle im Einsatz, insgesamt sind es mehr als 50 Modelle, mit denen wir uns einen möglichst breiten Blick über die Währungsentwicklung und mögliche Einflussfaktoren verschaffen möchten. Und auf Basis dieser Modelle errechnen wir jeden Tag etwa 10.000 Handelssignale. Die Handelssignale, die variieren in ihrer Prognosequalität und hier kommen dann Machine Learning Methoden zum Einsatz. Das heißt, die Auswahl der Modelle mit der höchsten Prognosegüte, das passiert hier im Block Signalaggregation. Und ganz wichtig ist auch noch, jeder Corporate tickt vielleicht ein bisschen anders und so können wir auch individuelle Vorgaben berücksichtigen. Sollen wir das Overlay eher konservativ oder chancenorientiert ausrichten? Das können wir natürlich berücksichtigen und letzten Endes kommt das dann zu einer Hedge-Quote zwischen 0 und 100%, je nachdem, ob wir eben pro offener Währung sind oder eher in die Vollsicherung gehen würden oder auch jede Schattierung dazwischen. Es wird im Monat so zu 5 bis 10 Handelssignalen kommen. Also nur weil dieser Prozess jeden Tag durchläuft, heißt das nicht, dass wir auch jeden Tag aktiv handeln. Wir wollen sehr kosteneffizient gestalten. Und wenn wir eben signifikante Anpassungen haben, kommt der Mensch doch nochmal ins Spiel. Wir arbeiten im Vier-Augen-Prinzip. Der Mensch hat nochmal die Funktion des Controllers, um das Ganze auf Plausibilität zu prüfen. Letzten Endes kommt dann ein nominales Währungsexposure zur Ausführung und das Ganze wird via 360T abgebildet. Und das liegt ja dann letztendlich bei uns im Bereich Corporate Sales. Genau, das sind dann die Kollegen der Helaba, die das ausführen. Und abschließend Ex-Post-Controlling. Hatten wir tatsächlich eine Best Execution. Wir können unsere Kunden mit den 360T-Tickets versorgen und auch absolute Transparenz über die Art und Weise der Handelssignale und deren P&L-Beitrag dann gewährleisten über ein umfassendes Reporting. Da kommen wir nachher nochmal dem Detail drauf. Ja, Multimodellarchitektur. Ja, Währungen sind ja so mit die schwierigsten Finanzmärkte, wenn es ums Thema Prognose geht. Und deshalb versuchen wir, einen möglichst breiten Blick über die Entwicklung einer Währung zu bekommen. Und das wäre ganz fatal, sowas auf einer Bauchmeinung aufzusetzen. Und deshalb haben wir hier eben möglichst viele verschiedene Modelle im Blick. Wir haben hier 4 Modellblöcke, die wir sehen. Ganz links der Fair-Value-Block. Hier geht es darum, eine möglichst faire Bewertung einer Währung aufgrund verschiedenster Faktoren zu erkennen. Sentiment, Renditedifferenzen, Makroindikatoren, Volatilitätskurven. Und hierzu nutzen wir auch verschiedene statistische Methoden, um eben den fairen Wert einer Währung bestimmen zu können. Und abhängig davon können wir auch eine Aussage treffen, ist aktuell eher unterbewertet oder überbewertet, würde in ein entsprechendes Signal münden. Zweiter Block, Momentum. Trends, die sich ausbilden, die setzen sich in der Regel für eine gewisse Zeit fort und das können wir eben nutzen, indem wir Trends identifizieren und uns eben entsprechend dann auch positionieren. Der Klassiker im Währungsmanagement Carry, das heißt Zinsdifferenziale zwischen Hoch- und Niedrigzinswährungen ausnutzen. Umgekehrt kann ich das natürlich auch nutzen, um Indikationen für meine Währungspositionierung zu bekommen. Und überall, wo es Trends gibt, gibt es auch Übertreibungen. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man auch die Antizyklik im Blick hat und das Thema Mean Reversion spielt und eben Marktübertreibungen ein Stück zuvorkommen kann vielleicht. Und damit haben wir eben diese 4 Blöcke. Und wir sprechen da von einer mehrdimensionalen Diversifikation. Das heißt, diese 4 Blöcke, die unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Ausgestaltung, sondern wir haben versucht,
ja, den Blick so breit wie möglich zu bekommen. Und diese Modelle unterscheiden sich deshalb auch hinsichtlich der Methoden, die wir einsetzen. Das geht von Regressionsverfahren, dann eher technisch die Trendfolge und Mean Reversion oder eben auch ja, fundamental begründet die Carry-Modelle. Wir setzen auf unterschiedlichen Quelldaten auf. Die Makromodelle, klar, Makro- und Fundamentaldaten, fundamental begründet. Momentum und Antizyklik, da bin ich eher bei den Kursdaten, Forward-Kurven im Blick, und bei Carry spielt unter anderem auch noch die Volatilität eine Rolle. Es sind unterschiedliche Faktoren, fundamental ausgeprägt oder eben auch eher wieder die technische Aspekte, wie wir sie bei Momentum und Relative Strength sehen. Und vor allem sind wir auch hinsichtlich des Zeithorizonts diversifiziert. Wir haben Modelle, gerade beim fairen Wert einer Währung, das ändert sich jetzt nicht über Nacht. Und deshalb sind die Fair-Value-Blöcke eher, oder der Fair-Value-Block ist eher langfristig ausgestaltet. Hier habe ich gar nicht so viel Handelsaktivität. Bei Value und Carry bin ich schon eher im Mittelfristbereich, und Antizyklik, das sind Modelle, die eher kurzfristig agieren. Und so kann ich mich auch auf der Zeitschiene entlang entsprechend diversifizieren. Und über dieses breite, diversifizierte Bild habe ich natürlich sehr, sehr viele Einflussfaktoren oder Eindrücke gewinnen können, systematisch über unsere Modelle, wie ich eine Währung bewerten muss. Oder ist sie gerade attraktiv oder ist es vielleicht eher ein Kandidat für eine Absicherung? Und die Prognosegüte dieser unterschiedlichen Modelle, die schwankt auch im Zeitablauf. Also kein Modell funktioniert tatsächlich immer. Und hier ist dann das Charmante an unserem Ansatz, ja, die Kombination aus fundamental begründeten Modellen, dass wir wirklich zu jedem Signal erklären können, was ist die Ursache, was steckt ökonomisch dahinter. Und gleichzeitig der Einsatz von Machine Learning Methoden, um die Modelle zu identifizieren, die aktuell die höchste Prognosegüte haben, um daraus dann eben ein Handelssignal in der Bandbreite von minus 1, ich gehe in die Absicherung, bis plus 1, ich halte die Währung offen, eben daraus zu generieren, um das letzten Endes dann nochmal näher zu betrachten. Ich glaube, da springen wir nochmal einen Slide weiter. Da bin ich dann beim Thema Kunden die individuelle Ausgestaltung. Jeder Kunde bringt ein unterschiedliches Risikoprofil mit. Der eine ist extrem risikoavers, entscheidet sich eher für die konservative Variante. Manch einer sieht aber vielleicht auch eine Chance in der Währungsentwicklung und gestaltet das eher chancenorientiert aus. Und abhängig davon reagiert auch das Overlay unterschiedlich dynamisch. In der chancenorientierten Variante, wir sehen das hier abgetragen, unsere Signale von minus 1, wir gehen in die Vollsicherung, über 0, wir sind neutral, was das Bild gegenüber einer Währung ausgeht, bis Richtung 1, wir sind optimistisch für die Währungsentwicklung. Sehen wir die chancenorientierte Variante, geht sehr, sehr früh aus der Vollsicherung heraus. Das heißt, selbst wenn ich zwar eine positive Entwicklung sehe in unserem Modellsentiment, aber wir noch nicht mal neutral sind, gehen wir hier schon etwa zu 50% aus der Sicherung. Das heißt, wir bereiten uns vor, dann auch von einer Recovery frühzeitig zu partizipieren, während ich in der konservativen Variante eigentlich in der Vollsicherung bleibe, bis ich ein neutrales Bild habe und dann linear die Währungssignale zum Öffnen der Währung zur Umsetzung bringe. Wir haben ja momentan beide Varianten im Einsatz. Auch viele Kunden haben letztendlich schon von uns die Modelle entsprechend in ihrem Currency Overlay umgesetzt. Aber wie sieht das Ganze im Zeitverlauf aus? Und das möchte ich jetzt ganz kurz mal darstellen. Also dieser Zeitstrahl mit diesen veränderten Hedgequoten trifft für beide Varianten zu, egal ob chancenorientiert oder konservativ. Und jetzt gucken wir mal, wie sich letztendlich das im Zeitverlauf für Sie als Unternehmen letztendlich darstellt. Wenn wir ein Mandat haben, in der Regel hat das Mandat eine Laufzeit von 12 Monaten, dann starten wir zum Zeitpunkt T0. Das kann jedes beliebige Datum sein, zu dem Sie gerne mit Blick auf Ihre Cashflow-Situation oder halt letztendlich auch mit Ihrer Planbasis letztendlich die starten wollen. Zum Zeitpunkt T0 zeigt das Handelssignal eine Hedgequote von 53%. In diesem Fall werden wir das Signal von der Hillerbahn West bekommen, kommt jeden Morgen. Dann werden wir ein Devisentermingeschäft letztendlich umsetzen, nämlich im Namen des Kontrahenten, also des Kunden, und werden ein Termingeschäft handeln auf den Zeitpunkt T1. T1 ist exakt ein Monat Abstand von T0 auf T1 betrachtet. So, dann passiert am nächsten Tag Folgendes, es kommt ein Handelssignal, das zeigt keine Veränderung der Hedgequote, dann passiert auch nichts, dann werden wir auch nichts machen. Dann passiert aber vielleicht am darauffolgenden Tag 1, die Hedgequote erhöht sich um 5%. In diesem Fall werden wir in Höhe von 5% des Nominalvolumens für das Mandat ein weiteres Devisentermingeschäft auf den Zeitpunkt T1, also auf dieses Monatsende, was dort definiert worden ist, entsprechend handeln.
dann kommt vielleicht am nächsten Tag wieder ein Handelssignal, das sagt, es muss nichts gemacht werden, Hashquote bleibt unverändert, in dem Fall sind wir ja dann bei 58%. Dann kommt ein Handelssignal am nächsten Tag wieder, das sagt, bitte erhöhe die Hashquote um weitere 4%. Dann würden wir ein Devisentermingeschäft wieder handeln auf den Zeitpunkt T1 in Höhe von 4% des Fremdwährungsnominalbetrages. Am Folgetag, aufgrund der Signalgebung, kommt dann ein Signal, sagt, bitte reduziere die Hedgequote um 7%. Dann werden wir in Höhe von 7% des Fremdwährungsnominals ein Gegengeschäft handeln als Devisentermingeschäft auf den Zeitpunkt T1. Diese Vorgehensweise geht weiter bis zum Zeitpunkt T1. Dann sind wir hier in diesem Beispiel bei einer Hedgequote von 41% angekommen. Und dann werden wir diese Hedgequote von 41% mittels Devisenswap weiterrollen, prolongieren auf den Zeitpunkt T2, auf das zweite Monatsende im Rahmen dieses Vertrages. Und dann beginnt am Tag 1 genau das Gleiche wieder wie hier in dem ersten Monatsslot. Das heißt also, jede Veränderung der Hedgequote führt zu einem neuen Devisentermingeschäft zu einem Gegengeschäft, wenn letztendlich die Hedgequote reduziert wird. Diese Vorgehensweise wird 12 Monate umgesetzt und am Ende der 12 Monate erfolgt am Ende des Tages 1, nämlich das Settlement der Fremdwährungs- und Eurobeträge in Höhe der Hedgequote, die dann zum Schluss übrig bleibt. Und die offene Hedgequote, die kann dann entweder je nach Lage des Unternehmens mitkonvertiert werden oder in der Kasse oder halt offen gelassen werden. Von uns bekommen Sie im Rahmen dieses Currency Overlay Mandats ein sehr transparentes Reporting. Also Sie bekommen zu jeder Veränderung der Hedgequote auch eine entsprechende Bestätigung auf den normalen Weg, die Sie mit uns vereinbart haben. Aber Sie bekommen zusätzlich von uns noch ein monatliches Reporting, das sehr, sehr detailliert zeigt, wie ist die Wertentwicklung Ihres Currency Overlay Programms, wie ist die aktuelle Sicherungsquote, welche Geschäfte haben Sie getätigt, etc. pp. Also Sie bekommen letztendlich alle Informationen von uns zur Verfügung gestellt, um letztendlich über dieses Currency Overlay Mandat, das Sie mit uns abgeschlossen haben, immer zeitnah informiert zu sein. Vielleicht, Markus, magst du noch kurz auf die Charts eingehen? Hier haben wir nämlich eine Art Rückwärtsbetrachtung, eine Art Backtesting gemacht. Vielleicht kannst du kurz noch mal auf die Situation eingehen. Das ist ein Currency Overlay Mandat, hier ein Live-Mandat, chancenorientiert. Vielleicht magst du kurz was dazu sagen. Gerne. Also das ist jetzt hier die chancenorientierte Variante. Was wir hier sehen, ist einmal die US-Dollar-Euro-Entwicklung hier in hellblau dargestellt. Also hier die reziproke Betrachtung, nicht der Euro-Dollar, sondern Dollar in Euro. Analog dazu dann die Entwicklung unseres HI-ACTI-FX-Konzeptes und unten mal gegenübergestellt die Hedgequote oder die Sicherungsquote. Und das sehen wir schon bei der chancenorientierten Variante. Wir greifen im Prinzip vorrangig dann ein, wenn wir eben extrem negative Entwicklungen sehen, wie wir es hier ab 2017 gesehen haben, führt das dazu, dass wir die Quoten relativ zügig dann auch entsprechend aufbauen können. Bei einer Erholung kann das dazu führen, dass wir frühzeitig wieder öffnen. Upside-Partizipation ist dann das Stichwort. Aber wir sehen hier auch in der Vollsicherung, wir laufen dann eben parallel mit den Sicherungskosten, die beim Devisentermingeschäft natürlich auch anfallen, dann so leicht mit nach unten, können dann aber auch bei einer Recovery, wie sie hier dann ab 2018 einsetzt, wir fahren die, komplett partizipieren, wir fahren die Sicherungsquoten auf null zurück. Und gerade auch 2020 war es wieder sehr, sehr eindrucksvoll, was wir gesehen haben, als im Mai dann der Dollar eben dann massiv abgewertet hat, dass wir dann wieder relativ schnell in die Vollsicherung gekommen sind. Und gerade im laufenden Jahr ist das schon ein Unterschied. Eine Vollsicherung, die wir hier auch nochmal in Grau dargestellt haben, also auf 12-Monats-Sicht, die permanente Vollsicherung, liege ich bei eben 1%, wie wir es angesprochen haben. Und der US-Dollar year-to-date etwa -5. Und hier bin ich eben dann deutlich positiver unterwegs, wenn ich eben vorgesorgt habe. Also eher pre-act statt react. Auf der nächsten Seite sehen wir das Ganze nochmal konservativ. In der konservativen Ausgestaltung. Und was uns sofort auffällt, wir sind deutlich aktiver in der Sicherung, wie wir es ja auch gesehen haben. Die Sicherungsquote wird deutlich länger offen gehalten. Dementsprechend ist auch die Upside-Partizipation nicht so groß. Im laufenden Jahr
hätten wir auch mit ActiFX tatsächlich einen leicht negativen Beitrag erwirtschaftet. Aber weil wir eben in den Sicherungskosten so effizient sind, würden wir im laufenden Jahr bei minus 0,75 liegen, die Vollsicherung etwa bei einem Jahr. Und ich denke auch die Grundcharakteristik Reduzierung der Gesamtvolatilität wird gerade bei der konservativen Variante sehr deutlich, weil wir deutlich geringere Volatilitäten haben als ein ungesichertes US-Dollar-Exposure, das natürlich im Treasury voll auf meine P&L durchschlägt. Ja, wenn man zum Abschluss sich nochmal die Zusammenfassung anschaut, mit dem Currency Overlay HE Active FX bekommen Sie von uns für 25 Währungspaare eine sehr, sehr gute Absicherungsstrategie, mit der Sie partizipieren können an Währungsentwicklung, mit der Sie Ihr Devisenrisiko deutlich reduzieren können und vor allem auch zu deutlich preisgünstigeren Sicherungskosten als vergleichsweise mit Optionen oder mit Devisentermingeschäften. Sie machen sich mit einem Currency Overlay-Programm in der Ausgestaltung, wie wir es Ihnen gerade vorgestellt haben, auch mit Ihren Sicherungsentscheidungen unabhängig von rollierenden internen Gremien, die alle 14 Tage, zwei Monate, wie auch immer das bei Ihnen im Unternehmen geregelt ist und dort Hedging-Entscheidungen getroffen werden. Sie machen sich unabhängig von statischen Modellen, die halt auf Rollover-Basis fungieren und vor allem sie machen sich auch abhängig von einem gewissen Bauchgefühl für eine Sicherungsstrategie und haben damit letztendlich eine deutlich bessere Marktnähe mit einem Currency Overlay-Programm als mit anderen Sicherungsstrategien, die Sie vielleicht umgesetzt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns jetzt im Chat über Ihre Fragen zum Currency Overlay-Programm und freuen uns natürlich auch, wenn Sie jetzt im Chat keine Fragen haben. Sie können uns natürlich auch gerne bilateral telefonisch per E-Mail kontaktieren und wir beantworten dann sehr, sehr, sehr gerne Ihre Fragen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.